Er hat seine Krebserkrankung überwunden, 25 Kilo abgenommen und fühlt sich besser als vorher, wie er sagt. Altbürgermeister Michael Häupl wird Präsident der Wiener Volkshilfe und will sich zu sozialen Themen wieder öfter zu Wort melden. Bevor er gleich in Wien heute zu Gast ist, hier ein kurzer Blick zurück auf seine politische Karriere. Ich gelobe. Sprach so und blieb dann fast 24 Jahre lang Bürgermeister. Schon als junger Mensch, politisch engagiert, macht Häupl am Weg zur Rathauspolitik eine Zwischenstation, nämlich Biologie und Zoologie. Natürlich kann man den Scherz dann dazu anbringen, dass wahrscheinlich das Studium der Lurche und Kriechtiere eine gewisse Vorbereitung auch auf die Politik gewesen ist. Freundschaft, Genossinnen und Genossen. Amtsübergabe an der Wiener SPÖ-Spitze. Häupls Ära als Bürgermeister, das ist auch rot-schwarz, das Wiedererringen der absoluten Mandatsmehrheit und dann rot-grün. Wahlkampf, laut Häupl, die Zeit fokussierter Unintelligenz. Copyright Michael Häupl. Oftmals ausgerufen und hochstilisiert das Duell um Wien, Häupl gegen Strache. Der Austria-Fan feiert gerne und tanzt schon mal Walzer mit einer 100-Jährigen. Häupl, der ein Fiaker-Image pflegt, zeigt auch in solchen Situationen Humor und Gelassenheit. Dann das Ganze einfach mit einer gewissen Wiener Schmäh erinnern, ist das alles verträglicher und leichter und genießbarer. Die überstandene Nierenkrebserkrankung hat Häupls Leben geändert. Ja, ein Spritzwein gibt es schon, aber halt vielleicht, also es gibt manche Tage überhaupt keinen Spritzwein, aber dann halt vielleicht einmal zwei, aber das war's dann. Einen schönen guten Abend, Michael Häupl. Guten Abend. Zuerst gleich die wichtigste Frage, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Ja, mir geht es wieder sehr, sehr gut, kann man wirklich nichts sagen. Ich habe diese sehr unangenehmen 3 Monate gut überstanden, dank natürlich auch der ärztlichen Hilfe, der Wiederaufbau des Körpers, denn das war eigentlich ziemlich desaströs. Und jetzt geht es mir sehr gut, besser wie vorher. Leute, die Sie gut kennen, sagen, vielleicht war das ein Warnschuss zur richtigen Zeit. Können Sie dem was abgewinnen? Naja, über solche Bemerkungen müsste man ja wirklich ernsthaft nachdenken. Denn ich war das letzte Mal im Spital länger mit 10 Jahren und dann 60 Jahre nicht. Und ja, vielleicht ist es als solches auch zu werten, dass man seinen Lebensstil ein bisschen altersadäquater gestaltet. Sie werden am 11. September Präsident der Wiener Volkshilfe. Warum das? Das ist fast ein politisches Comeback. Nein, das ist kein politisches Comeback, denn die Volkshilfe zählt zu den Organisationen der Vorfeldorganisation. Das gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Das ist ja auch alles angeschafft worden. Nein, es ist eigentlich eine zivilgesellschaftliche Organisation heute. Und das ist ja auch gut so. Natürlich geht es nicht darum, dass man in irgendeiner Form seine ideologische Bindung an die Sozialdemokratie leugnet. Das wäre ja auch absurd. Aber dieses Angebot habe ich deswegen angenommen, weil es genau um das geht. Es geht um diejenigen, die aus dieser wirtschaftlichen Krise nach der Corona- oder mit der Corona-Krise heraus einfach vor entsetzliche Probleme gestellt werden. Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Armut macht krank, das wissen wir ja. Und in erster Linie trifft es natürlich auch Kinder. Und das ist das Thema. Und diesen Menschen Stimme zu geben, dazu stelle ich mich gerne gemeinsam mit anderen Freunden aus anderen Organisationen zur Verfügung. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Wahlkampf hat begonnen. Erstmals in diesem Jahrtausend der Wiener Wahlkampf ohne Michael Häupl. Kribbelt es bei Ihnen oder ist das okay für Sie? Also mein Bedürfnis, Wahlkämpfe zu führen, konnte ich mehr als ausleben. Das ist überhaupt gar keine Frage, weil ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, wenn ich die Nationalratswahlkämpfe noch dazu zähle. Oder Bundespräsidentenwahlkämpfe mit unterschiedlichen Ergebnissen. Nein, es kribbelt nicht, um die Frage da zu beantworten. Ich helfe meinem Freund, den amtierenden Bürgermeister Michael Ludwig, gerne, wo und wie er das wünscht. Aber ich spüre sicher nicht das Balkon-Muppet. Das mache ich nicht. Was trauen Sie ihm zu, Ihrem Nachfolger? Ich glaube, er wird gut abschneiden. Also ich glaube schon. Natürlich wird die Begehrlichkeit groß sein, zu verhindern, dass es einen sozialdemokratischen Bürgermeister gibt mit dem für mich ja völlig absurden Argument. Die Sozialdemokratie stellt schon so lange den Bürgermeister, dass er mir gut und wer andere stellt. Warum? Wir sind zum 10. Mal gerade Lebensqualitätsweltmeister geworden. Das ist um 3 Mal öfter Weltmeister als der Schumacher in der Formel 1. Also wo da
wo da eine Begründung dafür sein solle, dass man die Sozialdemokratie abwählt, das weiß ich nicht. Aber schauen wir einmal. Ich glaube, dass ein Wahlergebnis auch erreichen wird, dass man gegen die Sozialdemokratie nicht regieren kann. 20%, wenn man den Umfragen glaubt, wird die FPÖ dieses Mal verlieren. Der große Profiteur wird die ÖVP sein. Warum ist das nicht die SPÖ? Dass bei der letzten Wahl 2015 auf 30% oder auf über 30% die FPÖ gekommen ist, auf 9% die ÖVP, ist schon auf abtrünnige ÖVP-Wähler primär zurückzuführen. Also da werden jetzt wieder sehr viele zur ÖVP zurückgehen. Nach dem, was sie angespielt hat, Stichwort Ibiza, Stichwort Parteikasse und viele andere Dinge. Ich vergieße keine heißen Tränen, dass die Freiheitlichen verlieren. Und was die Sozialdemokratie davon gewinnen kann, da soll sie sich bemühen, aber allzu viel Hoffnung würde ich ja nicht machen. Warum nicht? Naja, ich denke, dass da es eine gewisse Verfestigung gegeben hat in der Ablehnung dessen, was man als eine Migrationspolitik betrifft, die mit Ordnung und Humanismus zu umschreiben ist. Und da wird man nicht wahnsinnig viele von denen, die da eine verfestigte Meinung haben, davon überzeugen können. Sie haben ja Rot-Grün in Wien erfunden sozusagen und in einem Interview kürzlich haben Sie Maria Vassilakos ein höheres Maß an Verlässlichkeit zugesprochen. Fehlt diese Verlässlichkeit der jetzigen grünen Chefin Birgit Hebein? Das muss Ihr Partner, nämlich der Herr Bürgermeister, beurteilen und wissen und ich werde ihm da sicherlich nichts teilreden und werde ihm sicherlich auch keine Ratschläge geben. Aber glauben Sie, das Koalitionsklima ist das jetzt schlechter als unter Ihnen? Es ist in einer Koalition, hat es immer Zeiten gegeben, wo es ein bisschen schwieriger gewesen ist und wo es nicht ganz so rund gelaufen ist, egal ob es bei der ÖVP war oder bei den Grünen. Da darf man auch nicht so beckmesserisch sein. Natürlich versucht Frau Hebein, die man ja eigentlich nicht, die nicht sehr bekannt gewesen ist, durch Maßnahmen halt sich bekannter zu machen, ob man das jetzt so, sagen wir es, freundlich und höflich so für sich abgeschlossen machen muss, mit so wenig Reden mit anderen, auch mit den eigenen Parteifreunden. Das weiß ich nicht, das muss ich selber wissen. Das heißt, nach der Wahl eine Fortsetzung von Rot-Grün? Noch einmal, ich gebe ihm, den Herrn Bürgermeister, da keine Ratschläge, ich vertraue ihm völlig. Der Titel Altbürgermeister wird ja eigentlich oft verwendet, haben Sie sich an den schon gewöhnt? Aber ja, ich habe ja 2 Jahre Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen, aber am liebsten ist mir, wenn mir Leute grüßen und sagen, Servus Michel, grüß dich, das ist mir am liebsten. Michael Häupl, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke für die Einladung. Und was Michael Häupl von Pop-up-Radwegen hält und wie er durch die Corona-Zeit gekommen ist, das können Sie in der Langfassung des Interviews hören und sehen bei uns im Internet wien.orf.at.